Ziele zu erreichen ist eine wunderbare Sache. Doch ist es eine Niederlage, wenn man ein Ziel nicht erreicht? Ansichtssache, ich bin der Meinung, nein. Ihr habt es oben im Titel entnommen, 170 Kilo Bankdrücken. Dann heißt die Reihe gleichzeitig auch noch Road to 105. Habe ich das erreicht? Gut, für 105 ist letztendlich noch ein bisschen Zeit. Ja, also das kann ich noch erreichen. Aber die 170 habe ich nicht erreicht. Aber warum ist es eigentlich keine Niederlage, wenn man etwas nicht schafft? Ist meiner Meinung nach eine Frage des Gedankenganges. Bist du in der Lage, dir Ziele zu setzen? Das ist Punkt Nummer 1. Bist du in der Lage, Ziele zu erreichen? Das ist Punkt Nummer 2. Doch der wichtigste Schritt bei der ganzen Geschichte ist eigentlich Nummer 3, bereit zu sein, ein Ziel zu erreichen zu wollen und den Weg zu gehen. Letztendlich ist eigentlich der größte Erfolg, einen Weg zu gehen, egal ob in der Schule eine 1 rauskommen soll und dann nur eine 2 rauskommt oder ob irgendwas anderes ist. Ob es die 170 sein sollen beim Bankdrücken, aber es nur 165 sind. Man darf nicht das, was man nicht erreicht, über das stellen, was man erreicht hat. Seine eigene Leistung mindern, dadurch, dass man nicht das Ziel erreicht hat. Ruft euch immer eines hervor und dient es vielleicht für euch als Motivation. Wo seid ihr jetzt? Wo wollt ihr hin? Wie seid ihr gestartet? Habt ihr das, wo ihr gestartet seid, eventuell schon von einem Gedankengut, was eure Ziele zum damals war, übertroffen? Könnt ihr von euch sagen, alles klar, ich bin schon viel weiter als gedacht. Das hat auch nichts mit genügsam zu tun oder mit einfach gestrickt oder mit, sagen wir mal, nicht zielorientiert oder dergleichen. Nach dem Motto, ein Pferd springt auch nicht höher, als es springen muss. Nein, meiner Meinung nach ist es so, man vergisst oftmals das, was man erreicht hat und macht sich selbst schlechter, als man ist. Deswegen versucht euch Ziele zu setzen und ob das nun ein Gewicht ist oder ob das nun was außerhalb von Fitnesskram ist, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass ihr bereit seid, den Schritt zu gehen. Und das bin ich auch weiterhin. Ich bin weiterhin bereit, mein körperliches Ziel zu erreichen. Vielleicht dauert es ein, zwei Tage länger, ja? Aber dann hat es sich sicherlich auch mehr gelohnt. Ich habe es auf meine Art und Weise geschafft. Es lohnt sich oftmals nicht, die Brechstange auszupacken. Eine Brechstange auszupacken hat meistens wenig was mit Herz zu tun, mit Kopf zu tun, sondern eben, wie gesagt, die Brechstange. Sondern einfach nur machen, 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 damit es irgendwie klappt. Und das ist manchmal nicht sehr nachhaltig und deswegen empfehle ich euch, das Ganze auch mal für euch zu verinnerlichen. Es kommt nicht immer darauf an, was man erreichen möchte, sondern es kommt darauf an, dass man bereit ist, den Weg zu gehen und diesen Weg geht. Ob das Ziel erreicht wird oder nicht erreicht wird. Der Erfolg ist das, dass man bereit gewesen ist, diesen Weg zu gehen. In dem Sinne, Boys and Girls, ich wünsche euch was. Euer Sai, haut da rein. Ciao.